Warum ich so glücklich bin, Spanisch im Abi gewählt zu haben als mündliche Prüfung, ist auf jeden Fall, dass mein Lehrer meinte: Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Heute ist Dienstag, ich habe gerade Osterferien, das sind meine letzten Schulferien ever. Ich will euch die Woche ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie ich mein Abitur lerne. Spoiler, ich habe bisher noch fast gar nichts gemacht. Aber egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Kurz für den Kontext, ich habe aktuell einen 1,0-Schnitt. Natürlich wäre es nett, ein 1,0-Abi zu haben, aber die Sache ist, ich brauche es nicht, weil ich möchte danach Jura studieren und für Jura brauche ich eh nicht so einen guten Schnitt. Von daher ist es eigentlich voll chillig. Ich war am Wochenende auf einer Veranstaltung, auf einem Event in Hamburg und habe jetzt gerade angefangen, mein Zimmer wieder ein bisschen aufzuräumen. Ich komme, sagen wir, wieder in den Alltag rein. Bei mir ist es halt so, dass wenn ich unterwegs bin und viel mit Leuten mache, meine soziale Batterie geht einfach so schnell leer. Wirklich. Für mich ist es einfach extrem schnell, extrem anstrengend. Und ich bin jetzt gerade dabei, meine Goodie-Bag auszupacken. Haben wir beim Eventocon. Sehr süß. Was ist los? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich heule, wie Flo einfach guckt. Hallo. Ich trinke, by the way, keinen Kaffee. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Kaffee getrunken. Ich bin ein Kakaotrinker. So, Freunde, ich gehe jetzt in einen kleinen Call rein. Um 11 Uhr habe ich nämlich ein Meeting, genau mit, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, mit einer Firma, mit der ich ein Video zusammen drehe. Genau, wenn ich nämlich sage, dass Social Media mein Beruf ist, meine ich damit nicht nur die Videoproduktion und auch das Video, ja, bearbeiten und so weiter, was ihr jetzt vielleicht alles so seht oder was man sich gut vorstellen kann, sondern es ist ganz viel auch hinter den Kulissen noch. Das heißt, ich treffe mich dann wirklich mit Partnern, um über Videoideen zu reden und sie zu brainstormen und ein Konzept zu entwerfen, damit das Video wirklich richtig gut für euch wird. Und nach der Arbeit ging es dann erstmal ans Lernen und zwar bei mir Mathe, weil das gerade so die höchste Relevanz für mich hat. So, Freunde, ich habe mich jetzt entschieden, Mathe zu lernen und zwar habe ich nämlich vorhin, als ich noch den Call hatte, eine Story gemacht und in meiner Insta-Story habe ich gefragt, ob ich heute lernen soll und ich mache es wirklich so, wie ihr gesagt habt, weil die meisten haben abgestimmt, dass ich heute lernen soll. Danke euch, ist auf jeden Fall gut, dass ihr es abgestimmt habt. Ich mache nämlich aktuell den Mathe-Crash-Kurs von Simple Club. Das ist halt so ein 7-Wochen-Kurs, wo man nochmal alle Themen fürs Abi durchgeht. Und ich war jetzt einige Wochenenden nicht da. Das heißt, ich hatte die einige Wochenenden verpasst, weil ich immer unterwegs war für irgendwelche Geschäftsreisen quasi oder so. Und ich wiederhole jetzt die ganzen Sachen erstmal. Und kleiner Fun Fact, ich habe einfach meine Kappe für meinen Apple Pencil verloren. Aber ich will halt keinen neuen kaufen, weil irgendwie ist es unnötig. Ich meine, ich brauche den sowieso nicht, weil der Stift, er funktioniert auch ohne Kappe. Deswegen kaufe ich jetzt einfach keinen neuen. Ich habe mich jetzt umgezogen und bin jetzt dabei, ein paar TikToks zu filmen. Ich habe nämlich jetzt geplant, meinen Content so ein bisschen umzustellen und mehr so Videos zu machen, wo ich richtig rede und Voice-Over mache und nicht so diese Trending-Sounds, nur mit Sounds halt. Hier mal drei Fehler, die du auf jeden Fall in Klausuren vermeiden solltest. Jetzt machen wir so, dass ich meinen Pulli wieder anziehe und dann habe ich gleich zwei Outfits und kann mehr Videos drehen. Natürlich ist es blöd, wenn man so 30 Videos mit einem Outfit hat, aber wenn man es einfach ein bisschen so ändert. Smart, smart, wie immer, ne? Ich merke das immer so, dass wenn ich eine Idee für ein Video habe oder ein bisschen recherchiere, dann schreibe ich mir immer schon sofort die Skripte bzw. die Ideen auf und habe jetzt hier so einen riesen Ordner mit Content-Ideen, die ich jetzt einfach schnell abfilmen kann. Und so kann man einfach unglaublich effektiv sein, weil ich mich jetzt wirklich nur einmal hinsetze und gleich 20 Videos abfilmen kann, die in den nächsten 2-3 Wochen poste und muss halt dafür mich einfach nur einmal hinsetzen, um das Ganze zu filmen. Also das ist wirklich eine sehr gute Methode, finde ich. Oh, das sieht süß aus, der Pulli und der Haarreifen. Das ist schön. Und ja, ein gutes Zeitmanagement ist wichtig. Was für mich aber noch viel wichtiger ist, diese kleinen Videos hier findet ihr auf Instagram, auf TikTok und auch auf YouTube Shorts. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wo ihr die Videos am ehesten seht und wo sie euch am besten gefallen. Ich habe jetzt mein Handy hier abgestellt auf meinem Laptop und dann kann ich nebenbei so auf meine Notizen gucken und gleichzeitig das Ganze aufnehmen, weil ich es mit dem Handy immer aufnehme. Also sehr, sehr schlau. Okay, jetzt geht's los. Diese Produktivitätsmethode nennt man übrigens auch Time-Batching. Also da geht es darum, dass man ähnliche Aufgaben zusammengruppiert, um eben die mentale Anstrengung zu reduzieren und ja, nicht einfach diese ganzen Umgebungswechsel zu haben.
Ich habe jetzt gerade ein Video gefilmt, wo ich über meine Gedanken zum Abitur geredet habe. Und ich finde Mathe einfach unglaublich schwierig, aber ich möchte es mir selbst nicht immer so sagen. Und ich habe das Gefühl, wenn man es sich selbst immer so sagt und dieses Narrativ immer wieder reproduziert, dann hat man diesen Glaubenssatz in sich drin und den wird man so schnell nicht mehr los. Und das darf man für die Prüfung aber nicht haben. Und das ist sehr interessant, weil ich habe mich dann in diesem Video noch ein bisschen besinnt und so überlegt, wie denke ich eigentlich gerade über das Abitur nach, weil ich weiß nicht, also ich könnte das Video gerne angucken, falls euch das interessiert, aber wenn ich jetzt hier alles wiederholen würde, wäre das schlichtweg nur das eine Wiederholung. Aber es ist ganz krass, dass sich irgendwie mein Narrativ so ein bisschen geändert hat über die Zeit, wie ich so zu den Noten und Abitur stehe. Natürlich bin ich motiviert zu lernen. Also Leute, ich muss lernen, ich will lernen und ich will ein gutes Abitur schreiben, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, guckt euch einfach mal das Video dann generell an, wo ich ein bisschen erzählt habe, wie ich aktuell dazu stehe. Ich habe heute Abend noch Spanisch-Nachhilfe und muss da auf jeden Fall noch was vorbereiten, weil ich habe mir das so überlegt, dass ich halt, wenn ich heute Abend, wir machen nämlich eine mündliche Prüfungssimulation zum Thema Straßenkinder in Lateinamerika, dass ich mir davor einfach einen Lernzettel dazu mache, weil das ist halt eines der großen Themen im Abitur bei mir bei Spanisch. Und wenn ich mir das einfach immer vor der Simulation so mache, dass ich mir halt immer direkt vor der Simulation einen Lernzettel für das Thema schreibe, habe ich eigentlich alles Relevante dann fürs Abi auch. Warum ich so glücklich bin, Spanisch im Abi gewählt zu haben als mündliche Prüfung, ist auf jeden Fall, dass mein Lehrer meinte, man müsste wirklich nicht viel Inhalt kennen, weil es geht vor allem um die Sprache. Und in der Sprache bin ich ganz gut, sprich, ich habe jetzt echt nicht mehr so viel Aufwand für die mündliche Prüfung und kann da wirklich gechillt reingehen, weil viele meiner Freunde haben Geschichte genommen. Und was ich jetzt immer höre, was die da jetzt alles vorbereiten müssen, bin ich froh, dass ich halt echt nicht viel machen muss. Klar, also ich muss viel machen, das ist nicht so, als würde ich jetzt einfach so das Geschenk bekommen, die Note auf gar keinen Fall, hält meine Konstruktion. Aber inhaltlich ist es wirklich nicht so viel und ich mache mir jetzt Lernzettel für jedes Thema. Also es sind halt, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Habe ich das Blatt noch, wo ich aufgeschrieben habe? Hoffentlich. Nicht so viele Themen. Also wir hatten ja 4 Semester und das sind aber alles so Themen, über die man im Endeffekt immer irgendwas ein bisschen erzählen kann. Also ein Thema ist zum Beispiel jetzt Straßenkinder in Lateinamerika. Und ich denke, manchmal wird man sowas sagen, so wie, was ist es, was haben die für Hoffnungen, warum so eine Straßenkinder, was kann man dagegen machen und so weiter. Und das sind ja an sich Dinge, die mega interessant sind, aber zu denen man halt auch einfach sich irgendwas in den Haaren herbeiziehen kann, quasi in der Prüfung, wenn man nichts weiß. Also es ist halt so, wenn man gut labern kann so ein bisschen, und das kann ich, habe auch Politik-LK, ist man da gleich auf der sicheren Seite. Okay, das klingt, jetzt diskreditiere ich mich selbst ja voll. Jetzt sage ich also, ich würde nur irgendwie labern. Nein, das stimmt nicht, das stimmt natürlich nicht, aber so wisst ihr, so, dass man sich ein bisschen gechillter vorkommt, so wisst ihr? Also, seht ihr was? Spanisch, Abi. Ich werde jetzt zuallererst mal in meinen Notizen alle Sachen zusammenfassen, die wir da gemacht haben, im Unterricht eben genau. Und danach mir noch extra Infos aus dem Internet irgendwie raussuchen, dass ich da einfach ein ziemlich gutes Grundlagenwissen habe in dem Bereich. Und wie ich aber gerade schon meinte, wie gesagt, für so Sprachen ist ja sowieso das Sprachliche wichtiger als der Inhalt. Also, ich bin motiviert, Leute. Ich bin wirklich motiviert eigentlich. Also mehr als für Mathe. Aber das ist auch nicht vergleichbar. Was ich aber gerade so cool finde, ist, dass ich noch ganz genau weiß, als wir dieses eine Blatt bearbeitet haben in Q1, also in der ersten Qualifikationsphase, habe ich davon wirklich fast nichts verstanden. Das war jetzt so ein Blatt über, ich kann es euch mal zeigen, es geht um die Banden in Lateinamerika, okay, man sieht es jetzt gar nicht neu, über die ganzen Jugendbanden, als wir das gemacht haben, wirklich, ich habe das alles sprachlich einfach nicht verstanden und jetzt kann ich da so durchgehen, verstehe einfach alles und das ist gerade voll die coole Transformation, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, so viel Spanisch kann ich jetzt auch nicht oder so viel habe ich jetzt auch nicht dazugelernt in diesen 2 Jahren, aber doch, ich habe eine Menge dazugelernt irgendwie, weil jetzt kann ich alles verstehen, was ich vor 1-2 Jahren nicht konnte, das ist cool. Spanisch wurde jetzt fertiggestellt und jetzt kann ich mich ans Videoschneiden ranmachen. Let's go! Und bevor ich da meine Spanisch-Prüfungssimulation hatte, gab es noch Abendessen. Wir haben da koreanisches Essen geholt und das ist eins meiner absoluten Lieblingsessen. Also Bibimbap heißt das, falls ihr euch das fragt. So, Friends, ich hatte jetzt gerade meine Abitursimulation, meine mündliche Prüfung und die war sehr, sehr gut. Also laut dem Bewertungsbogen hätte ich da 14 Punkte bekommen. Also wirklich sehr gut. Ich bin zufrieden damit und
Ich habe mich halt nicht so viel vorbereitet, logischerweise, weil das war jetzt eine Simulation, aber dafür fand ich eigentlich das ganz gut. Also ich habe jetzt ein paar Punkte Abzug bekommen, mal vereinzelt wegen irgendwie ein paar Satzstrukturen und dass ich halt nicht so eine große Varietät an Wörtern drin hatte, was ich aber auch verständlich finde, wenn man halt eine Stunde über ein Thema redet, ist ein bisschen so, da würde ich, denke ich mal, auf Deutsch auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden und bin wieder mal überrascht, dass man innerhalb von, ja, jetzt diesen Jahren, wo ich Spanisch habe, halt auf ein Niveau kommt, wo ich eine Stunde lang eine Konversation auf Spanisch führe, kann über politische Themen. Das ist halt, das freut mich voll. Und ja, genau, das war's für heute. Das war jetzt mein Tag. Ich bin fertig, Lodo. Das war's. Ja.